Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream hier im Car Mechanic Simulator. Wir sind hier mit dem nächsten Auftrag beschäftigt. Man hört ein Klopfen im Motorraum. Beseitige alle Probleme des Motors. Okay. Es ist schwer, Fahrzeug zu steuern. Ja, passiert. Prüfe Fahrwerk und Ersatzteile. Wagen holpert auf der unebenen Strecke. Kann kein Gang eingelegt werden und irgendwas rasselt im Getriebe. Dann würde ich mal sagen, dann gucken wir mal nach, woran das da liegen mag. Ja, als erstes gucken wir hier mal ganz kurz durch. Haben wir hier schon mal drei Teile nicht gefunden. Also die Servopumpe steht jetzt schon mal nicht drauf. Okay, Servopumpe steht nicht drauf. Bin ich das letzte Mal eigentlich mit dem Multimeter drüber gegangen? Nicht, dann schauen wir einfach nochmal nach. Also ja, weil ich keine Punkte mehr bekomme. Deswegen können wir das eigentlich auch abbrechen. Ja, das können wir abbrechen, genau. Na. Dann werden wir hier erstmal ein bisschen zerlegen, das gute Stück. So. Dann geht hier die Servopumpe raus. Die müssen wir dann, ich glaube, neu machen. So, hier haben wir noch eine Schraube. Zack. Dann nehmen wir natürlich hier das runter und das runter. Okay. Ich kann das nicht runter, hä? Dann war ich wieder auf der Schraube. Okay. Verstanden. Ja, dann muss ich das hier oben runternehmen. Da muss ich dann zuerst den Kraftstoffverteiler wegbauen. Okay, dann können wir hier jetzt das runterschrauben. Oh, da haben wir nochmal einen und die Nockenwelle. Aber jetzt muss ich das doch demontieren können. Jawohl. So. Haben wir hier noch eine Umlenkrolle, die nicht ganz so koscher aussieht. Aber das war hier Wasserpumpe, ja. Deswegen habe ich auch das Wasser entfernt. Beim letzten Mal. Okay, haben wir hier auf jeden Fall nochmal zwei, wo sie sicher noch weg müssen. Einmal die hier. Nockenwellenlagerdeckel haben wir hier auch nochmal zweimal drin. Habe ich eigentlich den Luftfilter gecheckt? Ich weiß es gerade nicht. Habe ich den Luftfilter gecheckt? Ja, den Luftfilter habe ich gecheckt. So. Die Zwischenwelle haben wir ausgemacht als Teil, wo defekt ist. Ja, gut, dann geht hier schon mal der Zahnriemen. Alu Zahnriemen. Riemen geht runter. Mal alles hier wegbauen. Ja, ziemlich wenig Platz, finde ich. Aber gut. Die Nockenwelle geht raus, weil die ist kaputt. So, nehmen wir mal die Drosselklappe hier weg. Und dann gerade den Ansaugkrümmer hier. Im Motorraum. Keilriemen. Ja, schade. Wie viel Prozent darf ich denn haben? 53.
Ich gehe trotzdem noch mit dem Multimeter kurz drüber. Ich möchte trotzdem wissen, ob das alles so passt. Ja, wo habe ich jetzt hier die Zünd... sagt es mir hier, die Zündspulen Einzelfunken. Die hier drin beim OBD. 8 Teile, gut, das habe ich alles schon gemacht. Machen wir einfach nochmal, um sicher zu gehen. Einzelfunke, Einzelfunke. Das sieht eigentlich alles gut aus. Und höchstens noch von unten dann, ne? Okay, also die Nockenwelle, davon 2. Eine Umlenkrolle. Ah, ich habe hier ziemlich viele Teile jetzt drin, wo eigentlich weg sollten. Das war nein, Entscheidungsdämpfer nein, Entscheidungsdämpfer. So, wir haben hier einmal die Nockenwelle, ja, ziemlich teuer. 2-mal von diesem Lagerdeckel und einmal die hier. Bauen wir schon mal wieder ein Stück weit zusammen. Einmal die neue rein. Hier bauen wir natürlich auch eine neue, ist ja ganz klar. Und ich glaube, die hier war neu. Oder verschlissen, besser gesagt. So. Ja, 2 müssen wir noch einbauen und beide sind über 53. Das passt. Das passt doch wunderbar. Kraftstoffverteiler. Das geht natürlich auch wieder ran. Wellenrad, der Zahnriemen geht drauf, dann haben wir hier die neue Umlenkrolle, beziehungsweise wir könnten theoretisch auch die einbauen, ne? Aber es war nur eine Umlenkrolle, wo defekt war, ne? Dann machen wir die eben neu. Kann man hier schon mal sehen, einiges neu gemacht. Ach, Kolben mit Bläu. Och, nö. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ne? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Jetzt sollten wir alles hier zerlegen. Och Mensch. Gut, wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar Teile gefunden. So, dann geht es hier in die Einzelfunken, wo raus müssen. Die Zündkerzen raus. Einen Tick nebendran. Oh Mann. Naja, erstmal alles zerlegen jetzt. Wird höchste Zeit, dass wir hier mal die Erweiterung kriegen. Also finde ich zumindest. Aber vielleicht können wir sie ja nach dem Auftrag hier uns leisten. Das ist integrierter Abgaskrümmer. So, jetzt doch wieder hier alles abschrauben. Aber gut.
die ganzen Dinge hier nicht gesehen, ne? Die Schrauben irgendwie. Keine Ahnung, war zu blind dafür. So, das war schon hier hinten. Der Kolben ist defekt. Und den müssen wir austauschen. So. Auto geht hoch. Mal ganz hoch hier. Ja, natürlich gerade das Rädchen hier runter. Antriebswelle raus. Der Spurstangkopf sieht mir auch schlecht aus. Jep. Die Spurstange. Auch sehr schön. Kann ja gerade schon direkt in diesem Zug die ganzen anderen Sachen machen. Zweimal Spurstangenkopf. Nicht schlecht. So. Die Zwischenwelle ist hinüber. Okay, gut. Wenn der Anlasser hinten ist, kann man auch von unten ausbauen. Wundert mich zwar, aber gut. Da haben wir hier noch eine verrostete Schraube. Runter damit. Ja, zerlegen wir halt so weit, wie wir es eben müssen. Ja, das Schwungrad ist auch nicht mehr so das Beste, ne? Gucken, haben wir Schwungrad gefunden. Hier sind noch zwei Teile offen. Wegen erste Bühne. Ich habe noch keine andere. Öl ablassen. So. Ernsthaft, ich kann die jetzt nicht von unten wegmachen. Och nö. Das ist ärgerlich. Aber machen wir erstmal das alles weg. Ich muss jetzt extra da von oben. Da kommt es von unten viel besser hin. Na gut. Ja. Können wir diese Schrauben haben? Hier haben wir eine, hier ist eine. Hier haben wir eine und hier haben wir eine. Dann et voilà. Wir haben die anderen zwei Teile auch noch gefunden.